Winterwunderwelt am Wilden Kaiser. So wunderschön ist Elmau und das Mitte März. Aber nicht nur im Dorf, sondern auch oben am Hauptkaiser. Wunderschöne Schneeverhältnisse. Toll ist, der Skibetrieb hier in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental bei uns in Elmau geht noch bis zum 3. April. Und wer es noch nicht geschafft hat, der muss unbedingt einmal fahren mit der neuen Elmauer Hartkreiserbahn. Und wenn es auch im Winter nicht mehr geht, habt ihr die Möglichkeit wieder im Sommer. Und zwar von Mitte Mai bis 30. Oktober könnt ihr mit der Hartkreiserbahn hochfahren zur Elmis Zauberwelt. So schön, wie von oben. Gibt es was Schöneres wie Sonnenskilaufen bei uns in Elmau am Wilden Kaiser, in der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental? Die Osterferien stehen vor der Tür. Und auf geht's mit den Skier, kommst zu uns, es gibt tolle Angebote. Die billigen Nachsaisonspreise von der Bergbahn gibt's schon. Dann die Superskiwochen, da spart ihr 25% bei uns in Elmau. Und natürlich für die Familie, die Familienskiwochen. Das heißt, ein Elternteil kauft sich einen Skipass, der länger dauert wie 3 Tage. Und alle Kinder fahren frei bei uns in Elmau. Und natürlich nicht vergessen, toll ist natürlich bei der Skihüttengaudi. Ah, herrlich, so bei der Skihüttengaudi, ah, da kannst du richtig relaxen. Eine tolle Musik ist mit dabei, was Gutes zum Trinken haben wir. Schöner geht es nicht wie bei uns in Elmau am Wilden Kaiser. Aber wir möchten euch mal einladen, besucht uns auch mal im Sommer. Im Sommer ist es toll. Da gibt es die Sommereinläuten, das Kaiserschmarrnfest mit der Alpenrallye, die Elmauer Sommernächte, das Dorffest, alpenländische Musikherbst mit dem Hansi Hinterseer und heuer ganz neu das Blasmusikfestival. Kommst du mal zu uns, auch im Sommer? Ich würde mich freuen. Das Bergdoktorhaus ist natürlich das neue Wahrzeichen bei uns in Elmau. Und das könnt ihr natürlich auch besuchen. Entweder im Winter bei einer Winterwanderung, bei der Filmwanderung mit mir oder auch im Sommer. Im Sommer hat das Bergdoktorhaus geöffnet, immer Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr. Natürlich, wenn nicht gedreht wird. Das Wichtigste dabei vergessen für unsere Bergdoktor-Fans, ganz speziell für die Damen. Da drüben, der schwarze Kasten, der ist für die Liebesbriefe. Da könnt ihr es reinschmeißen, da kriegt man direkt den Bergdoktor. Bergdoktor-Team Winterspezial ist abgedreht, ist schon im Kasten. Und jetzt gibt es noch eine kleine Vorausschau oder ein bisschen einen Rückblick, so wie es war. Und das kennen wir jetzt ganz speziell von dem besten Schauspieler, den ich kenne. Und der beliebteste ist auch unser Hans Siegel, der Bergdoktor. Tja, meine Damen und Herren, so schnell vergeht die Zeit. Wir haben gerade noch gedreht bis Dezember 2015. Dann war Weihnachten, dann Silvester, dann war der Winter, ist wie schön. Dann kam der Schnee und jetzt sind wir schon kurz davor, die Ostereier zu suchen. Zeit vergeht. Und dann ist bald Sommer und dann könnte es ja sein, dass wir uns vielleicht sehen. Hier, irgendwo, beim Drehen oder nicht, oder beim Spazieren, beim Wandern. Ach, Sie werden schon was finden. Im Sommer ist hier genauso schön. Bis dann.